Ja, Freunde, willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist jetzt 3 Uhr in der Nacht. Ich sitze gerade im S-Bahn. Ich fahre erst Richtung Köln ab und hoch, dann Düsseldorf, Flughafen. Dann fliege ich von da aus nach Schweden. Ja, ich bin ein bisschen müde. Ich habe gleich so 3 Stunden geschlafen. Gestern hatte ich ein Theaterstück in der Schule. Das hat fast den ganzen Tag gedauert. Ich habe auch 1 Million Gepäck dabei. Ja, so ein Rucksack. Mein Mouse ist genau extra hier dran. Da habe ich hier meinen Computer drin, in dem riesigen Koffer. Also habe ich noch so eine extra Tüte, wo Kabel und so und ein Mikrofon drin ist. Der ist krass komplett. Okay, Freunde, ich bin jetzt am Flughafen angekommen. In so 2 Stunden kommt ungefähr mein Flug. Ich bin wieder viel zu früh, Digga. Wie beim letzten Vlog. Also schau auf jeden Fall auch gerne den Vlog an von der Red Bull an. Der kam, glaube ich, ungefähr vor ein paar Tagen online. Schaut auf jeden Fall ab. Ich habe jetzt meinen Koffer schon abgegeben. Da ist auch der Computer drin. Extra so als Sondergepäck, damit die den netter behandelt, Digga. Hoffentlich schmeißt jetzt kein Mitarbeiter meinen Koffer rum. Und der Computer geht kaputt. Sonst, Digga, muss ich in Schweden nochmal schön für einen neuen Computer blechen. Aber wir sehen uns dann, wenn ich im Flugzeug bin. Freunde, ist auch krass, Digga. Hier ist einfach voll viel Fußballmatch drin. Was schießt man an? Wir haben auch alle das gleiche eben in meinem Sky-Tent, meine Austauschleute. Digga, ich frage mich, was die alle wollen. Alle jetzt Saisonende denken, die gehen feiern. Und dann spielen die Kreisliga in Wahrheit. What the fuck? Übrigens, wir sind jetzt noch im Bus zum Flugzeug, also das Boarding von Hamburg. Ja, ich höre die Aussicht so geil, ne? Wir sind am Flughafen auch sexy aus. Gerade geht so die Sonne auf, ist jetzt so 20 vor 7. So, Jungs, ich bin jetzt hier angekommen in Göteborg am Flughafen. Okay, reden alle Leute Schwedisch. Jetzt kann mich eh keiner mehr verstehen. Das ist vielleicht auch besser so. Jetzt muss ich den Flixbus finden, weil ich fahre mit dem Flixbus noch nach Jönköping. Da ist ja das Streamer-Turnier dann. Ich hoffe, Digga, mein Computer überlebt. Ich habe auf jeden Fall meinen Koffer auf jeden Fall gefunden, aber ob der Computer da drin funktioniert, das werde ich dann erst vor Ort sehen. Jetzt muss ich erstmal den Flixbus suchen. Okay, Freunde, ich bin jetzt im Flixbus. So sieht das hier aus. Das ist eigentlich ganz entspannt. Ich kann so etwas schlafen noch. Wir fahren so 1,5 Stunden bis nach Jönköping und dann holt mich Luki ab an der Reisestation. Das wird nice. Okay, Freunde, wir sind jetzt im Auto angekommen bei Luki. Das hier so ein großer Bus. Hier ist Trexler mit mir. Hi, Trexler. Hallo. Der ist etwas dick. Dann haben wir hier vorne Felix. Und wir haben Luki, der fährt gerade. Ist auf jeden Fall sehr spaßig. Wir gehen jetzt einkaufen. Hier seht ihr schon so, jetzt hast du die Stadt. Ich war gerade auch schon hier am See, der hier in Jönköping ist. Der ist auch sehr cool. Vielleicht gehen wir doch noch mal rein. Ja, da ist die Sonne scheint, die Frauen scheinen. Das ist auf jeden Fall cool. Wir haben gerade noch so Bubble Tea geholt, Digga. Lusche Cherry. Schmeckt eigentlich ganz cool. Ich mag Bubble Tea. Da haben gerade noch ein paar Mädchen abgehüllt, Digga. Aber jetzt will ich abkauen, wie der Die hat die Lidl angesprochen und wurde 5 Minuten lang von denen ausgelacht. Die haben mich auf jeden Fall richtig voll gelabert, aber die waren nichts für mich, Digga. Wir sind jetzt bei Subway, wir haben schnell etwas zu essen für unser Mittagessen. Ich habe mir so einen geilen Sub geholt mit Teriyaki und Käse und so. Was hast du dir geholt, Felix? Ich habe keine Joghurtsoße, ich muss eine Hot Sauce nehmen. Ich hasse Hot Sauce. Hot Sauce? Hast du noch so Toppings genommen? Nee. Er ist ohne Toppings, das ist halt eben mein Bruch. Ich habe so geil alles, Oliven, Olivenzwiebeln, Mais, Salat, Tomate. Okay, Freunde, das ist unser Haus, wenn wir gerade eben ankommen. Da ist auf jeden Fall so eine Hütte, Digga. Irgendwo auf so einem geilen Berg, der in Landtag da oben ist geil aus. Soll ich nachher vielleicht mal von außen? Hier geht's so rein, hier haben mein Wohnzimmer. Hier stehen die allen anderen Leute. Wir machen gerade unsere Einkäufe. Hier ist unser Kühlschrank, da packen Leute gerade was ein. Hier ist so, ja, Garten haben wir echt nicht wirklich. Da ist aber so der Grill, da ist ein Wald, Digga. Da können wir ja Felix einsperren. Hier haben wir so ein Wohnzimmer. Digga, ich habe das selber noch gar nicht angeguckt. Wir gucken einfach alles mal an. Hier schläft irgendwie vorher ein Kylie, das ist so ein Schlafzimmer. Wir müssen dann 3 Schlafzimmer, Jungs. Hier ist ein Bar. Ich war selber noch nie, Digga. Ich gehe einfach mal rein. Hier ist so, keine Ahnung, was das ist, Digga. Das ist auf jeden Fall so eigentlich ein nettes Haus, aber es ist jetzt, ja, das ist ein cooles Haus eigentlich. Hier ist noch wo, hier hat auch irgendwer geschlafen, keine Ahnung, wer das ist, Digga. Hier ist noch irgendetwas, hier hat auch irgendwer, hier noch ein Bett, Digga. Ich glaube, es sind insgesamt 3 Schlafzimmer, hier ist einfach abgeschlossen. Gibt es oben auch noch ein Bad? Ja, so ist ja aus, guck mal, und hier ist da irgendwie das für der Vermieter oder so. Das ist noch so ein viel riesigeres Haus. Und wir haben noch einen Fußballplatz, aber keine Ahnung, wie wir drauf können. Und hier ist noch ein eigenes Beet. Das ist auf jeden Fall das Haus, Jungs, klein, aber fein. Das ist eigentlich ganz cool für die paar Tage in Schweden. Okay, Freunde, wir fangen jetzt an zu grillen. Daddy macht, Luki macht ja schon die Schnitzel auf dem Grill. Wir werden auf jeden Fall selber Burger machen. Das ist auf jeden Fall die Aussicht, Digga. Ich schwöre, ist sehr idyllisch hier. Okay, Freunde, das Essen war auf jeden Fall nice. Jetzt gehen wir noch raus zum Strand in Jönköping. Sehr stabil. Sehr wild. Wir sind jetzt so am Strand, Digga. Hier sind 1 Million Leute einfach, Digga. Das ist sehr krass. Die Sonne geht auch schon unter. Es ist gerade so, so 22 Uhr irgendwas, glaube ich. Oder ist das 22 Uhr? Ja, guck mal, wie viele Leute hier sind. Ich schwöre, das ist krass, ne? Ich weiß gar nicht, was hier alle vorhaben, Digga. Das ist irgendwie, das ist halt was der Runde, ist irgendwie so Abschlussfeier oder so. Naja, mal gucken, was hier für Leute sich herumtreiben. Okay, Freunde, ist jetzt nächster Tag. Ist so 10:30. Ich bin gerade eben aufgewacht. Bin hier alle im Haus. Wir essen gerade noch, Digga, im Altjersey, sehr fresh. Ja, Jungs, etwas Müsli gibt es. Und bis gleich mal zur Halle. Wir müssen mir noch ein Monitor ausleihen, weil ich habe keinen Monitor, weil Luki hat meinen vergessen. Okay, Freunde, wir sind jetzt hier bei der Halle angekommen, Digga. Da hinten spielen wir auf jeden Fall drinnen. Hier ist so die anderen Leute. Boah, aber wir müssen noch. Es ist so 2 Stunden bis zum Turnier. Ich habe noch gar keinen Monitor, weil Luki inkompetent ist. Boah, und das ist die ganze Schlange, ne? Das ist halt eben krass, Digga. Oh mein Gott, ich habe ja in so 1 Stunde anstehen. Aber wir suchen jetzt fast Luki und können uns dann zu denen in die Schlange stellen.
und skippen quasi einfach die Wartezeit. Okay, Freunde, wir haben jetzt eingecheckt und wir waren schon am Platz. Als Dachabstellung jetzt ganz schnell noch zwei neue Monitore kaufen. Schaut auf jeden Fall an Eid, Digga, und an Lootboy, die uns einfach zwei neue Monitore jetzt extra für die Dünnmerk schnell kaufen beim Mediamarkt. Das ist so 10 Minuten entfernt, der Mediamarkt, im Auswärts. Eine Stunde noch bis zum ersten Heat. Ich hoffe, wir kommen noch pünktlich an und können dann auch das Warm-up. Ich muss auch noch meinen Computer zu aufbauen. Ja, wir sehen dann mal. Oh, wir müssen das schaffen, das ist unmöglich, wenn nicht. Leute, wir haben jetzt vielleicht einkauft, Digga, fast 500 Euro auf jeden Fall. Wir haben nicht mal 240 Hertz Monitore, das ist dann eben krass. Ich habe jetzt 165 Hertz, glaube ich. Drexler hat 170 Hertz. Aber auf jeden Fall haben wir trotzdem Monitore, das ist auf jeden Fall cool. Jetzt müssen wir ganz schnell zu Dreamhack, Digga. In einer halben Stunde geht das erste Heat los und ich muss noch scheißen gehen und mein Setup ist noch gar nicht aufgebaut, Digga. Das bockt halt eben so gar nicht. Okay, bevor ich mir jetzt ankomme, ich habe alles aufgebaut. In 2 Stunden geht's los. Zum Glück haben die Dreamhack verschoben, eine halbe Stunde, sonst wäre ich gar nicht reingekommen. Wird auf jeden Fall mal Setup aus, ganz cool. Hier ist mein PC, Monitor. Da kann ich den Monitor leider nicht nach oben verstellen. Wir wurden full gescampt, Digga. Okay, Freunde, die Lines jetzt vorbei, Digga. Ich bin leider nicht gewollt. Erstmal reingeschissen. Das ist auf jeden Fall, denke ich, besser. Hier ist Pixie jetzt auch nicht gewollt, weil er an der Mar gestorben ist. Mein Mars-Term ist auch Fairplay. Hier haben wir noch der Trexler, der ist eh nicht gewollt, weil er dick ist und dann nicht so gut spielt. Warum sagst du sowas? Nico, bist du gewollt? Nee, ne? Nee. Ich bin alle nicht gewollt, das ist der Bruch-Chat. Okay, Freunde, zweite Heat ist auch vorbei, Digga. Ich bin echt nicht gewollt. Das ist das schlechteste Leben, mein ganzes Leben, Digga. Der komplette Bruch. Ich bin auch nicht gewollt, ich bin komplett depressiv. Flixi ist auch nicht gewollt, Trexler ist auch nicht gewollt, Kyle ist auch nicht gewollt. Gar keiner gewollt, Digga. Das ist komplett behindert, Digga. Ich werde am liebsten gerade einfach von der. Okay, wir hören lieber auf, Digga. Das ist ja noch ein seriöses YouTube-Video. Morgen quatsch ich hoffentlich. Einzig ist es nicht so schwer, aber. Das Problem ist, weil es Duos ist, ein Zio-Bild, Digga, haben wir auch die ganze Zeit gefirrt Party. Wir überleben nie Osborne, Digga. Wir haben legit so 17 Runden gespielt, die schon fast Rookie. Weil, Digga, 50 Teams sind einfach zu viel für Zio-Bild, meiner Meinung nach. Wenn jetzt vielleicht sind zwar 100 Spieler, aber zum Beispiel, wenn es jetzt Squad ist, sind es nur 25 Teams. Jetzt sind 50 Teams, Digga, das finde ich viel zu viel für No-Build, deswegen sind wir immer Third Party und wir nie so. Ja, wir haben eigentlich nie Osborne überlebt, das war das Problem. Na, jetzt gehen wir jetzt Airbnb, Digga, essen etwas und dann gehe ich schlafen. Ich denke eigentlich, dass ich mich morgen vorne, Digga. Ich 3 und 4 dann so viele schlechte Spieler. Solange ich einfach normal weiterspiele, ist das relativ einfach für mich, ja. Okay, Freunde, es ist jetzt Dreamhack Tag 3, es ist jetzt Samstag. Wir fahren jetzt gleich zu Subway und dann zur Dreamhack. Wir Heat 3 und Heat 4, Digga, wir müssen alle ja Heat 3 und Heat 4 spielen. Da hinten sind auf jeden Fall die anderen Leute, die stehen schon am Auto und warten ungeduldig. Hier sind die anderen, Digga, die schlafen noch etwas. Jetzt habe ich gecallt, Digga, ich bin sehr gut gelaunt. Die anderen waren gestern noch feiern, Digga, die sind, glaube ich, gar nicht. Die werden, glaube ich, komplett totzählen. Aber das war nicht mein Problem, Digga, ich werde mich callen. Wake callt, denke ich auch, Flixi, denke ich auch. Beim Rest ist noch eine mysteriöse Angelegenheit. Oh mein Gott, Freunde, Massenpanik in Heat 4, Digga. Alle Leute stehen auf einen Knubbel, weil irgendein Schießer hier ist und gar nichts geht, Digga. Das ist viel zu krass. Guckt euch das an, Bro. Legit 1 Million Leute als besser in Demonstrationen. Das ist so krass, ne? Bro, das ist so krass, ne? Hier ist irgendwo der Cheater oder der Typ, der den Key geleakt hat. Aber ich weiß nicht, wer es ist, Digga. Und einer von den kleinen Schlaminern, vielleicht könnte jeder hier sein, ne? Und einer von denen hat einfach den Key geleakt, dass der Cheater drin sind. Die Freunde, die wir gerade gesehen haben, keiner vom Einzelmatch qualifiziert. Den ganzen 4 Heats, Digga, vielleicht auch nicht. Der hat gerade auch eingeschissen eben. Also jetzt schon der nächste Tag eigentlich. Ist jetzt Sonntag, Digga, also ich bin gerade das Finale und wir chillen immer noch im Airbnb, wie die Zahlen abfallen, Digga. Gestern habe ich auf jeden Fall nichts mehr gefilmt, Digga, ich bin übelst traurig, müsst ihr vorstellen. Ich dachte, ich komme mich auf jeden Fall für die Saudi-Lan und so, aber jetzt einfach gar nichts geschafft, Bro. Wir essen jetzt noch etwas, dann gehen wir gleich noch bowlen oder so. Ich nehme euch auf jeden Fall noch mit beim letzten Tag jetzt und morgen gibt es noch eine Rückreise, dann nehme ich euch auch noch mit und ja. Okay, Freunde, wir fahren jetzt bowlen, es ist so kurz nach 3 Uhr. Werde ich mal in Bowling gehen, noch was essen und nachher Dreamhack Afterparty. Sehr geil. Okay, Freunde, wir sitzen jetzt hier im Auto mit Trexler zusammen, wir fahren zum Bowlen. Felix sitzt hinten in der Ecke. Ja, vorne ist Kali, der Daddy. Heute regnet es, dann sollen wir so zum See gerne gehen oder Basketball oder Fußball spielen, aber ist alles nass, Digga, das bockt gar nicht. Okay, Freunde, wir sind jetzt bei der Bowlingbahn angekommen, hier sind die ganzen Jungs. So sieht's aus, jetzt noch ein Kindergeburtstag. Da ist die Bahn, sieht eigentlich ganz cool aus, mit so Regenbogen-LEDs, das ist vielleicht nicht das Beste, aber ja. Ich spiele jetzt mal gucken, wie gut wir sind. Freunde, kurz Update, Felix ist gerade dran. Ja! Der Leaderboard nach 4 Runden. Ich hab 31, Felix hat 35. Die anderen haben alle Shit. Okay, Freunde, Game ist vorbei. Ich bin Zweiter geworden, Felix ist Erster. Ja, aber es war erst erst so eine Warm-up. Gleich geht's jetzt richtig los. Eigentlich bin ich besser im Bowling, müsst ihr wissen. Hier auf der anderen Seite, wo das Frame so gespielt, die sind viel zu gut einfach. Die spielen eigentlich gar nicht mit, also das ist unfair. Okay, Freunde, Bowling ist jetzt vorbei, Digga. Am Ende war es auf jeden Fall gut. Dann hat man auch cool genommen, Digga. Ich hatte immer eine Kugel zu klein, war. Ich habe am Schluss auch so ein paar Strikes geworfen, war in Ordnung. Ich glaube, all in all wurde ich. Also von meiner Bank wurde ich all in all Erster. Insgesamt irgendwie Dritter wurde ich auch insgesamt. Duki war Erster und Skydun war Zweiter. Der war ja. Der war auch ganz gut. Mir hat Spaß gemacht. Jetzt gehen wir noch zu Dreamhack und dann was essen. Okay, Freunde, wir sind wieder bei der Dreamhack. Wir wollen jetzt Tickets für die Afterparty kriegen, die heute Abend ist. Wir haben leider noch keine Tickets, aber wir suchen gerade zwei Typen, dass er gibt alle Tickets gibt, weil wir in Eid sind. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Wir sind alle ein Gamer. Manche Leute, ich würde, die kommen einfach zur Dreamhack, Digga, steht's euch an. Und ich irgendwelche Videos angucken, Digga, das ist so krass. Oder die?
Ich merke irgendeine Scheiße, ich frage mich schon, ob die echt hierher kommen. Okay, Freunde, ich habe jetzt Tickets für die Afterparty bekommen auf jeden Fall. Von Skydune, vielen Dank auf jeden Fall an den. Das ist jetzt auch ein neuer Eid, neues Mitglied, Digga. Sehr, sehr geil. Ich muss hier einfach mal gar nicht. Jetzt gehen wir essen, so ein geiles asiatisches Buffet. Ich freue mich schon. Okay, Freunde, wir sind angekommen hier im Restaurant. So ein, wo eigentlich ist alles leer gefühlt. Hier sind ein paar Leute. Hier ist ein Dicker, der isst ganz viel bestellt vom Buffet. Ich will auch ganz viel essen. Hier hinten war das so ein edles Buffet, wie so sieht's aus, aber irgendwie auch nicht so edel. Hier ist gerade so ein Aquarium mit einem Fisch, der aus dem Aquarium ausgebrochen ist. Mal gucken, was gleich alles zum Essen gibt. Okay, Freunde, wir haben jetzt noch ein Eis geholt, sieht das Eis aus. Ich habe so ein perfektes Eis von oben nach unten. Felix hat auch ein Eis, Kylie hat kein Eis mehr, weil ich schon aufgegessen habe. Olli hat auch schon Eis, ich habe jetzt so 3 Teller mit Essen gegessen, das war sehr lecker. Das ist so eine 8 von 10 von mir. Ja, Buffet ist eigentlich immer cool. Gleich geht's zur Afterparty. Freunde, es ist jetzt vorbei, es ist 3 Uhr nachts, Digga, es war komplett krass. War sehr cool, Digga. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber ich bin immer noch nicht voll, Digga. Wir freuen uns auf die Afterparty, die ist vorbei, ist so 4 Uhr gerade. Aber wir müssen auf jeden Fall früh aufstehen, Bro. Die Afterparty war auf jeden Fall cool. Ich habe jetzt da drin noch etwas gefilmt, mal zwischendurch. Aber auf jeden Fall Spaß gemacht, Bro. Aber nur am Ende, Digga, jetzt hat es gekracht, weil also manche Leute von uns waren echt zu betrunken. Das hat gar nicht mehr gebockt dann. Aber das nach Hause kommen, Bro, das hat gar keinen Spaß gemacht. Ich sage jetzt nicht wer, aber ja, die fuck mich echt ab, Digga. Ich weiß nicht, wie man so viel Alkohol trinken kann, dass man mich gar nicht mehr Kontrolle hat. Also ich habe auch etwas getrunken, aber wisst ihr, ich trinke so etwas. Aber ich bin immer noch, ich könnte echt so einen Klick machen, ich bin immer wieder ganz normal, wisst ihr. Dass ich auch normal denken kann, aber ja. Manchmal sind wir etwas behindert und kriegen das nicht hin. Ja, aber ich gehe jetzt schlafen, Jungs, und wir sehen uns dann morgen früh wieder. Okay, Freunde, es ist jetzt nächster Tag. Die Aftershow-Party ist vorbei, hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr cool. Auf jeden Fall danke an das ganze I-Team, dass sie mich mitgenommen haben und ich hier sein darf. Wir fahren jetzt nach Hause, wir stehen gerade noch an der Tankstelle. Vielleicht gehen wir noch was frühstücken, das ist jetzt so 9.30 Uhr in der Früh am Montag. Gehen noch was essen, wir tanken und dann geht's auf die Fähre. Okay, also ich bin gerade Auto gefahren. Das heißt, das PC ist komplett aufgegangen, als der Kofferraum geöffnet worden ist. Kilo, sein Monitor ist kaputt. Ist dein Monitor drin? Der ist gut eingepackt, der ist nicht kaputt. Guck mal, dass das Ding ist. Kilo, das Kofferraum ist einfach, aber da ist eine Wäsche drin. Du musst jetzt beten, dass Trexos Computer noch am Leben ist. Das Ding ist saugut. Ja! Aber irgendwas ist kaputt gegangen. Er ist ja gar nichts passiert. Ich sag doch, es kann auch trotzdem kaputt sein. Ja, es kann trotzdem komplett kaputt sein. Schließen doch mal an. Oh oh. Ja, guck mal bitte von der Seite, ob das Glas ist. Was dann? Boah, das ist alles normal. Das sieht gut aus. Was willst du denn jetzt aufschrauben? Ich weiß nicht, ich habe immer kaputt. Okay, der Monitor lebt doch noch. Ich schwöre, ich hatte ja kaputt, ne? Der ist hier drin, ist bumm auf den Grazahn gefallen. Okay, Freunde, wir sind jetzt hier angekommen am Hafen. Das ist irgendwo an der Küste von Schweden. Wir fahren gleich nach Rostock. Freunde, wir sind auf der Fähre angekommen. Hier sieht es so aus. Wir buchen uns gerade ein paar Zimmer, dass wir etwas schlafen können. Hier ist so die Station, da ist Luki, da ist Kylie, hier ist Felix. Da hinten gibt es auch so Essen. Es gibt auch ein Kinderland, da geht Felix mal rein. Hier ist so die Aussicht. Wir kommen auf jeden Fall um 21 Uhr an in Deutschland. Wir fahren so um 3:30 los ungefähr. Hier sind noch alle Autos draufgefahren und jetzt geht's los. Freunde, es gibt einen Bug auf dem Schiff. Ne? Hier im Schiff ist einfach ein Flugzeug nochmal. Guck mal, warum gibt es einfach ein Flugzeug mitten im Schiff? Okay, Freunde, wir haben jetzt hier uns ein Zimmer gebucht. 2 Viererzimmer. Ich bin zusammen mit Fred Luki auf ein Zimmer. Hier kommt der Hund, hier kommt man rein. Da ist hier ein Spiegel, hier ist ein Fernseher. Man hat noch so ein Mini-Bad. Hier hat man so 4 Betten, die einen muss man auch schlafen. Komm, ja, war echt aber eine coole Aussicht dafür. Leider ist das Fenster hier überall so dreckig. Ich mach mal das Teller. Aber der ist echt geil, man sieht so hinten das Meer. Wir müssen das Fenster mal putzen, dann wäre sehr geil. Wir fahren jetzt in Hamburg, es ist so 12 Uhr ungefähr. Wir gehen jetzt noch essen beim Alec. Hoffentlich kommen wir noch rein, weil das schließt gleich schon und schon richtig spät. Oh mein Gott, wir können wieder gehen. Die haben nur noch Getränke, Digga. Die haben uns so verarscht. Jetzt haben wir einfach gar nichts zu essen. So, der Bucht, Digga, ist einfach nichts mehr offen. Wir haben gar kein Essen. Mein Zug kommt auch gleich, deswegen haben wir nicht so viel Zeit. Wir müssen noch bis nach Hannover und da muss ich meinen Zug nehmen. Okay, Freunde, wir sind jetzt in Hannover ankommen am Bahnhof. Und ihr werdet auf jeden Fall mit dem Zug fahren bis nach Köln. Kylie begleitet mich noch und Trex auch. Wir müssen noch so 1 Stunde 40 auf unseren Zug warten leider. Wir haben jetzt schlecht Timing. Wir sind jetzt auf jeden Fall noch zum McDonald's. Was hat legit? Wir haben auf der ganzen Autobahn nichts mehr gefunden. Ne? Wir haben noch einmal angehalten für Dings, für Nordsee, aber das war auch nicht offen. Deswegen gehen wir jetzt mal etwas McDonald's essen. Okay, Freunde, wir haben jetzt auf jeden Fall McDonald's was gegessen, Digga. Es hat richtig scheiße geschmeckt, aber es war gut, weil ich so lange nicht mehr gegessen habe. Aber ich muss mich auf jeden Fall wieder gesund ernähren in den nächsten Jahren. Es ist jetzt so 3:30, wir steigen jetzt hier in den Zug rein, der steht schon, obwohl der Zug erst in 2 Minuten losfährt. Ist das unser Jahr, ne? Und da fahre ich nach Köln und dann nach Hause. Wie von der Zug ist komplett voll auf jeden Fall. Ich weiß nicht, warum so viele Leute hier um 3:30 in der Nacht fahren. Auf jeden Fall schlafe ich etwas, bis ich mit so in 3 Stunden zu Hause. Dann werde ich am Bahnhof abgeholt. Wir haben gerade noch so einen 2er-Sitz claimed. Aber guck mal, mein Kissen ist einfach kaputt, ja? Komplett scheiße eigentlich.
Okay, Freunde, ich bin in Köln wieder angekommen, Digga. Kyle ist jetzt auch gone. Ich bin jetzt vielleicht auch gone, Jungs. Das ist das Ende vom Vlog. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Folgt mir auch auf Instagram für geile Stories und nice Bilder. Folgt mir auf Twitch. Da bin ich jeden Tag live, um mehr live zu schauen. Danke allen, die bis hierhin zugeschaut habt, Jungs, wer bis hierhin zugeschaut habt. Schreibt jetzt Remake in die Kommentare. Wenn ihr Remake in die Kommentare schreibt, seid absolut deren Männer. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Peace out.